Und erneut fühlte ich mich beobachtet, von Augen außerhalb meiner Reichweite, kontrolliert von einer Person. Was? Ich meine, yo, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir Vault 118 erreicht. Und jetzt müssen wir hier einen Mordfall aufklären. Und zwar von Mr., wer auch immer das war, welcher getötet worden ist, mit einem Baseballschläger, der dort lag. Aus irgendeinem Grund sind all diese Blutspritzer hier nur Farbe. Also warum sollte jemand so tun, als hätte er jemanden ermordet? Der muss ja tot sein, ne? Also steht er, ne? Gut, gucken wir uns hier noch ein bisschen um vielleicht. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Als ich kurz die Aufnahme angeguckt habe, kann man da irgendwas erkennen? Ich dachte, vielleicht kann irgendwie so, was da drauf steht, irgendwie sehen, ob es damit irgendwas auf sich hat, aber anscheinend nicht. Okay. Wir haben hier ein, zwei Verdächtige. Wir haben den Baseballschläger. Der Baseballschläger gehört hier einen Roboter und ja, der verdächtigt aber jemand anderen für diesen Mord. Und ja, wir müssen ja noch Nachforschungen angehen. Ah, schön. Dusche. Ich will auch so eine Dicke haben. Ah, danke. Mich ist jetzt infiziert. Warte mal. Immer noch trocken, gut. Das sind Roboter. Ist das nicht ein bisschen ungesund, wenn die da durchgehen? Jedes Mal, wenn die reinkommen. Hallo, Mr. Whiskers. Wer ist das süßeste Kätzchen? Julia, Mr. Whiskers ist letzten Monat gestorben. Das hier ist Scruffy. Weißt du noch? Oh, natürlich. Wie dumm von dir. Ich schaue mir kurz die neurale Interface Matrix an. Dann kann ich bestimmt das... Nein, das ist es nicht. Ich bin einfach nur erkältet. Da kam wohl was rein, als sie Pearl losgeschickt haben. Oh Gott, nicht schon wieder. Letzten Monat hattest du angeblich die Masern. Du bist kein Doktor, du hast doch keine Ahnung. Außerdem denke ich, dass es Malaria sein könnte. Zunächst mal, ich bin Doktor. Ja, aber kein echter Doktor. Robotik ist keine medizinische Fachrichtung. Außerdem habe ich dir schon tausendmal gesagt, in dem Anzug kannst du nicht krank werden. Das ist physisch unmöglich. Ich weiß, wenn ich krank bin, Bert. Warum verschwindest du nicht einfach und spielst in deinem Labor? Mr. Scruffy und ich werden das Testament umschreiben, sodass ihr alles bekommt, wenn ich sterbe, weil der böse Bird mir nicht glaubt. Oh Gott, Julia, ich wünsche viel Spaß. Mach, was du willst. Ich bin im Labor. Okay. Ich will mich ja nicht mit Eheproblemen hier irgendwo einmischen, aber. Na gut. Wo ist die besagte Katze? Ja. Hast du dir Gedanken über den Mord gemacht? Ich glaube, es war einer dieser Schauspieler oder dieser schreckliche Maler. Solche Leute neigen zu Gewalt. Okay, Farbe. Also könnte es der Maler sein, ja. Ich habe Beweise dafür gefunden, dass er kann ja jeder genommen haben und den anderen Investoren veruntreut hat. Tja, ich glaube nicht, dass Mr. Parker sowas tun würde. Da bin ich mir sicher. Was soll dieser ganze Plunder hier? Das sind unsere Sachen. Wir warten nur darauf, dass der Krieg vorbei ist. Dann bringen wir sie wieder ins Anwesen. Egal. Viel Glück bei der Jagd nach dem Mörder. Na, ich behalte euch im Auge. Ja, okay. Ja, stimmt. Wenn ihr Maler ist, dann kommt er ja locker an Farbe. Aber dann würde es ja irgendwie mehr Sinn machen, wenn der den Eimer wieder zu sich mitnehmen würde, also wo er ihn gefunden hat. Hast du Fragen zu diesem hinterhältigen Mord? Weil
Er ist Maler, der kann Farbe haben, also macht da keinen Unterschied, aber. Also hat jemand die Farbe da absichtlich platziert, um den Maler zu beschuldigen. So wie es aussieht. Meine Frage ist, warum tut überhaupt jemand da Farbe platzieren und das Blut ersetzen mit Farbe? Mr. Santiago, ich habe einige Fragen an Sie. Bleiben Sie hier. Sie können mir nicht entkommen. Kunst ist Leben. Kunst ist okay. Kunst ist Leben. Ohne sie sind wir nicht mehr als Tiere. Okay. Mit Farbe. Also ein bisschen sehe ich dein Gesicht, ja. Es sieht irgendwie wie ein Gesicht aus. Der Fleck ist das Auge, der rote Klecks Sieht die aus wie so ein Haare Roboter. und das da ist die rausgestreckte Zunge. Okay, diesmal will ich gerne, bevor er mich fragt, in Atompilze oder Boxhandschuhe. Bäume im Weltraum. Das ist der Krieg. Überall Bomben. Kein oben oder unten. Die Welt steht Kopf. Kunst formt die Welt. Daher ständig durch kontextbezogene und historische Betrachtung wiedergeboren werden. Wir alle müssen aszendieren. Der ist schon von dem Bild vollgepackt. Sehr gut. Ja, er ist voll gefesselt von dem Bild. Das ist ein Kätzchen mit einer Rakete. Das ist Schwachsinn. Sieht nett aus. Einigen Leuten gefällt sowas sicher. Ja, es sieht auf jeden Fall nett aus, nicht wahr? Um ganz ehrlich zu sein, ist das mein meistverkauftes Werk. Ich habe die Reihe natürlich unter einem Pseudonym veröffentlicht. Mit dieser Reihe habe ich Da mehr kommt der. verdient als mit meinen richtigen Werken. Dabei sollte das Ganze nur ein Scherz werden. Was sagt das über den Wert der Kunst für den einfachen Mann aus, Hallo. Willst du deinen Geist durch künstlerische Inspiration Ich würde erweitern? gerne den Fall besprechen. Am Tatort war rote Farbe. Weißt du irgendwas darüber? Nein. Ezra hat sich meine letzte Dose ausgeliehen und jetzt kann ich sie nicht mehr finden. Okay. Hast du dir Gedanken über den Mord gemacht? Du solltest dir Juliana Riggs anschauen. Diese Banausen kann Kunst nicht mal von ihren eigenen Exkrementen Okay, den können wir schon mal Sie ausschließen, und würde ich sagen. Ezra hatten vor kurzem einen recht heftigen Streit. Man konnte ihre schrillen Schreie durchs ganze Hotel hören. Worüber haben sich Juliana und Ezra gestritten? Keine Ahnung. Ich habe gemalt und versucht, es auszublenden. Gilda hat sie aber bestimmt gehört. Vielleicht solltest du sie mal fragen. Egal. Okay. So, das heißt, Ezra könnte es vielleicht sein.
Weil wenn ich ein Maler wäre und ich hätte jemanden ermordet, dann hätte ich sowas von die Farbe wieder zurückgebracht. Ja, ist auch klar, die jemand da hinstellt, um den Maler zu beschuldigen oder irgendwie sowas. So, wo ist Ezra? Würde ich gerne wissen. Wo war ich denn hier noch nicht? Kann gar nicht Dingens wissen, Ezra. Wen habe ich denn ja noch nicht geredet? Juliana, Rix habe ich, glaube ich, noch nicht. Warte mal. Okay. Ich dachte jetzt, da wäre der heruntergekommene Teil, aber sah beides relativ gleich aus, fand ich ja jetzt. So, wie komme ich da hin? Ist da der Maler wieder? Doch, mit der habe ich geredet, oder? Was sind diese Ezra-Personen? Da ist der Maler. Wahrscheinlich das Zimmer von dem Maler. Was macht ihr eigentlich? So, ist ja echt ein Strand. Was? Okay. Keine Ahnung, was das soll. Wenn das nicht tapferer Detektiv ist. Ich habe schon viel zu lange niemanden mehr mit so einem Körper gesehen. Danke. Du bist auch nicht so übel. Du hättest mich vor dem sehen müssen. Auf meine roten Haare war jedes Mädchen neidisch und meine Beine... Endlos lang, Schätzchen. Du willst doch sicher lieber ein paar meiner Filmgeschichten hören, statt über diesen fiesen Mord zu reden. Ich muss sagen, du bist eine wirklich gute Schauspielerin. Was soll ich sagen? Es fällt mir einfach leicht. Ja, ein bisschen, ja. Den vielleicht Tätern unterhalten. Hast du mal fürs Radio gearbeitet? Deine Stimme klingt bezaubernd. Ja, Schätzchen. Wenn du es richtig anstellst, flüstere ich dir vielleicht ein paar süße... Du bist doch sicher hier, um meine schlüpfrigen Filmgeschichten zu hören, oder? Noch mehr flirten. Ich habe Mädchen aus Fleisch und Blut getroffen. Die waren nicht mal annähernd so eine Frau wie du. Weiter so, Tiger. Dann finden wir raus, ob du Manns genug für mich bist. Willst du ein paar meiner Geschichten hören? Auf Date gehen, was? Schnappen wir uns eine Flasche Wein und genießen den Sonnenuntergang. Du bist süß. Aber das wäre Käse. Ach, Mann. Willst du ein paar meiner Geschichten? Hm. In Ordnung. Er wird es zwar nicht wissen, aber Keith hat mir mal erzählt, dass er Vince Natalie und Sergio Amore in einem Nachtclub in einer sehr eindeutigen Situation erwischt hat. Brauchst du sonst noch was? Baseballschläger. Ich habe Keys Baseballschläger am Tatort gefunden. Weißt du, wie er da hingekommen ist? Ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Keith Ezra umgebracht hat. Brauchst du sonst noch was? Ach, Ezra ist die, die getötet wurde, okay. Anscheinend hatte Juliana einige Tage vor Ezras Tod einen Streit mit ihm. Hast du vielleicht gehört, worum es ging? Aber hallo! Seit Theresa Dubois ihren Kostümdesigner gefeuert hat, habe ich keine Frau so an die Decke gehen sehen. Aber zurück zu deiner Frage. Das war extrem. Sie war wohl im Aufseherbüro und hat dort ein totales Durcheinander vorgefunden. Aber, und hier wird es interessant. Es klang, als hätte sie etwas gefunden, das sie wütend machte. Ich konnte aber nicht hören, was. Brauchst du sonst noch was? Worüber hast du mit Keith gesprochen, als ich reinkam? Oh, das? Wir haben geprobt. Wir müssen am Ball bleiben, wenn wir Hollywood wieder aufbauen wollen. Aber Keith wird
immer nervös, wenn er aufgebracht ist. Brauchst du sonst noch was? Hast du dir Gedanken über den Mord gemacht? Schon seltsam, wie sehr Santiago von dem Mord besessen ist, obwohl er schon immer ein bisschen zwanghaft war. Er hat eine ganze Serie von mir gemalt, hunderte Bilder, meinte, ich wäre seine Muse. War schon schmeichelhaft, aber auch ein bisschen drüber. Brauchst du sonst noch was? Erzähl mir von dir. Mein Lieblingsthema, um es kurz zu machen, Schätzchen. Ich bin die beste Schauspielerin der Welt. Wenn diese internationale Auseinandersetzung beendet ist, kehre ich ins Filmgeschäft zurück und führe die Welt in ein goldenes Zeitalter für das Kino. Brauchst du sonst noch was? Egal. Ich bin hier. Egal. Und leide ob deiner fehlenden Beachtung. Hat da jemand hier was versteckt? Weiß man ja nicht. Okay. Was wissen wir? Die Ermordete hat die Farbe genommen. Der Baseballspieler gehört den McKinley-Typen. Und was noch? Wir sind da irgendwas bei Schulden. Vielleicht sollte ich nochmal mit dem Maxwell-Typen hier reden. Warum ist der immer noch? Hallo, hast du Fragen zu diesem hinterhältigen Mord? Ich habe gehört, dass du vor ein paar Tagen einen Streit mit Ezra hattest. Was hat es damit auf sich? Naja, das war keine so große Sache. Er wollte mehr Geld für Reparaturen im Hotel. Mir ging es nicht so gut und ich habe den Ärmsten attackiert. Ich hätte wirklich öfter auf ihn hören sollen. Egal. Viel Glück bei der Jagd nach dem Mörder. Okay. Hallo, hast du Fragen zu diesem Hinterhältigen? Hey, die haben sich verteidigt. Egal. Ich will gar nicht, dass das geht. Ich muss schon sagen, ey. Ich tue überall massenhaft Geschütztürme reinballern, ne? Und keiner von denen schafft es irgendwie, sich zu verteidigen. Macht irgendwie wenig Sinn. War ich hier irgendwo noch nicht? Wo ist dieser Maxwell-Typ? Da sind sie ja wieder. Gibt es sonst noch etwas? Das ist kein Blut um seinen Körper, sondern rote Farbe. Mr. Santiago hätte bestimmt rote Farbe, aber doch sicherlich nicht. Oder das ist einfach furchtbar. Gibt es sonst noch etwas? Egal. Ich bin hier, falls Sie mich brauchen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was sagen könnte. Ich würde gerne wissen, warum überhaupt hier rote Farbe ist. Was? Weil die Rotfarbe gehört dem Maler, ist klar. Und Ezra, die getötet wurde, oder der, keine Ahnung, hat die sich geliehen. Steht aber ob irgendwas. Was mit dir noch? Hallo, wie kann ich dir helfen? Hast du Fragen zum Fall? Egal. Okay, sag mir. Sein Baseballschläger wurde da gefunden. Ich verstehe jetzt preisgekrönten Schauspieler Keith McKinney aus Swing for the Fans. Tja. Da kam der Schläger her. Naja. Okay. Jetzt habe ich gar kein Ziel mehr. Doch.
Aber warum ist da rote Farbe? Warum? Okay, wen soll ich beschuldigen? Ja, und so muss ich ja jemanden hier schuldigen. Aber ich weiß nicht wer. Wer sie, der Typ mit den Schläger oder der Maler? Sich in einem Stahlloch verschanzen, um den Bomben zu entkommen. So tauscht man doch nur eine Hölle gegen die andere. Na, so ein Katzenbildschirm da. Na gut. Ich habe keine Ahnung. Na gut, dann würde ich sagen, ich beende die Part hier. Denk nur so ein bisschen darüber nach und dann werde ich mal versuchen, jemanden zu beschuldigen und ob ich dann recht habe, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Von jetzt bei Fallout 4. Ich bedanke mich allseits fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.